gerne genannt habe, nicht Game Plus Daily geworden, weil man dann irgendwie zweimal die Woche das gemacht hat. Dann wurde daraus New Game Plus, was mir auch ein bisschen so ein Rätsel war. Und Game Plus sollte ja zu Beginn ja so, so eine Art Kino Plus werden, was dann halt nicht funktioniert hat, wie ich es halt so sehe, weil das war eher so noch bevor Game 2 ja kam, ein Abklatsch von Game 1, muss man ja so zugeben. Und wo ja dann Game 2 kam, dann ist ja dann halt diese Marke Game Plus und so weiter, ist halt ein bisschen anders geworden. Ganz nebenbei, wenn ihr uns jetzt eure Genitalwarzen zeigen möchtet, schickt die Bilder bitte direkt an bill.gates@microsoft.com. Wir sind wieder live im Stream, deshalb, keine Genitalwarzen mehr bitte jetzt ab sofort. Ja. Aber ich habe euch unterbrochen, ihr wart gerade bei anderen Geschichten. Bitte weiter. Ja, wir haben so ein bisschen über die Zukunft von Rocket Beans diskutiert, weil wenn ich jetzt so meine Twitter-Timeline jetzt mal in so jetzt quasi offline halt jetzt verfolgt habe, als wir kurz weg waren. Boy, das neue Pen & Paper ist ja richtig schlecht weggekommen. Weil sie wahrscheinlich was komplett anderes, also kein klassisches Pen & Paper gemacht haben, sondern eher so eine Art Improvisationstheater, wenn ich es so richtig mitbekommen habe. Ich habe es nicht gesehen, ich will da mich jetzt auch nicht drüber aufreiten. Ich erzähle nur, was ich so an Reaktionen halt gesehen habe. Und da haben wir uns gerade so ein bisschen über die Zukunft und die Ausrichtung von Rocket Beans TV so unterhalten. Weil ich finde, es nimmt auch keine gute Entwicklung. Ja, was meiner Ansicht nach auch mit diversen Moderatoren da zusammenhängt. Ja, da bin ich halt auch. Da stehe ich halt so zu deiner Meinung, Holger. Also gerade auch bei einzelnen Moderatoren, wo ich mir gesagt habe, okay, zu Beginn habe ich mir gesagt, nee, den kann ich überhaupt nicht leiden. Heute ist es eher so, naja, ich nenne jetzt keine Namen. Ne? Also, ich wollte jetzt auch keine Namen nennen, aber, ja, aber die Leute, die mich kennen, wissen, welche ich nicht mag. Dort. Ja, und bei mir ist es halt so, das habe ich glaube, das habe ich auch so offen auf Twitter halt auch noch doch einmal oder, nie, glaube ich, gesagt oder so. Und ich bin da halt in diesem Sinne, sage ich mir halt, naja, ich gucke mir das halt nicht an wegen den Leuten oder so. Aber da hat man halt seine Lieblinge und das sind halt geradewegs die Hauptbohnen, Ede, Nils, Simon und Budi. Klar, ja, die sind ja aber halt auch noch in anderen. Ja, sind Nebencharacters, ja klar. Genau. Und dann hast du halt auch noch Gregor zum Beispiel. Ne? Gregor, der Grieche, genau. Dessen Namen ich vergessen habe. Gregorios Katsios meinst du? Genau, Gregorios Katsios, Grieche. Den ich genau. Super toll finde, alleine geradewegs halt auch durch seine eigenen Sachen, die er auf YouTube gemacht hat. Mit seinem Ranking oder was auch immer oder halt mit diesen ganzen Tipps zum Beispiel über vom so, wenn man mit einem Raspberry Pi seine eigene Retro-Konsole bastelt oder halt wie man so sich auf dem NES Classic Mini sich so noch mehr Spiele drauf cracken lässt, ne? Das finde ich halt schon genial oder generell halt auch, wenn es so redaktionell bearbeitet ist von dem, dann finde ich das halt auch richtig genial, deswegen ich auch den Retro-Club so liebe und gerade auch den Future Club. Der letzte Future Club, den habe ich mir angeguckt. Also ich war leicht irritiert, weil das war eher so eine Art, alleine schon der Beginn sah aus wie Wetten, das in den 90ern und dann entsprechend. Ja, also das war wirklich sehr gut. Also das war schon, ich sag auch, Retro-Club ist mit das beste Gaming-Format, was derzeit läuft. Weil wenn ich ehrlich bin. Weil du eigentlich merkst, wie viel, weil es einer der wenigen Formate inzwischen ist, wo du merkst, wie viel Herz eigentlich reingesteckt wird. Ja. Es geht viel, viel zu sehr manchmal ab und wirkt schon viel zu routiniert. Was immer die Gefahr ist bei so einem Sender, wenn der neu ist, klar kann er viele Sachen total unorthodox machen. Aber je mehr du Zuschauer gewinnst und je mehr du auch andere Leute ansprichst, auch bezüglich Leute, die dann bei dir arbeiten. Ich meine, der Laden hat jetzt so 100 Leute. Der ist bei so 20 gestartet. Das sind auch die gewesen, die halt natürlich dann noch Game One für MTV gemacht haben. Und jetzt, klar. Jetzt ist es halt natürlich, und man muss es halt auch so sehen, die sind ja halt noch neben ihrem Sender halt weiter noch eine Produktionsfirma, produzieren halt jetzt für Funk halt Game Two. Was ich ja jetzt halt auch Pen und Paper, also genau. So Special Pen und Paper Sachen, genau. Das letzte Special Pen und Paper war bei mir hier in der Nähe, in Münster. Ja, also genau. Als ich das mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, geil, hätte ich hinfahren können. Habe ich aber nicht gemacht. Ja, genau.
Und ich bin ja halt auch, und wo du es schon sagst, Retro Club, eine der letzten Gaming-Sendungen überhaupt. Ich habe mir halt auch selbst so gesagt, ich liebe wirklich diese Retro-Sendungen. Geradewegs habe ich ja auch zu Giga-Zeiten Telespiel mit Felix Rick, habe ich so gemocht. Also ich habe diese Sendung wirklich freitagsabends, 21 Uhr, vor, was haben wir, 2008, vor 12 Jahren oder so, ja, oder vor 11 Jahren, mich immer vor dem Fernseher hingesetzt, freitagsabends mir dann den Retro-Club reingepfiffen, Retro-Club sag ich schon, halt den Telespiel reingepfiffen und mir dann angeguckt, weil du entweder A, was über Konsolen gelernt hast, die du überhaupt gar nicht gekannt hast, also wie zum Beispiel, ich wusste damals zu dem Zeitpunkt nicht, dass Mattel mit dem Intellivision auch eine Konsole hatte, das wusste ja. ich nicht. Als ich das mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, Alter, und ich habe mich dann halt auch so ein bisschen dann, was ja dann alles vorbei war in den letzten 2-3 Jahren, mich halt dann mit diesen ganzen Retro-Konsolen dann halt beschäftigt, YouTube-Kanäle dazu gefunden, die dann halt die Videospielgeschichte vorwiegend nordamerikanisch befasst haben, und dann hat man halt irgendwie mitgekriegt, dass dann so 83 diese, dann gab es halt wirklich diesen Videospiele-Crash ja, durch E.T., genau. Und dann hat man halt auch gesehen, dass dann dieser Videospielemarkt damals übersättigt war mit diversen Videospielkonsolen, wo du dir gedacht hast, selbst, keine Ahnung, selbst ein Autohersteller wie Ford würde eine Konsole rausbringen, ne? Der war dann sowas von derbe übersättigt, und dann ging es ja halt auch unter, und dann muss man ja halt dann auch, ne, dann hat ja Nintendo halt auch versucht, das Ganze auch noch irgendwie hinzukriegen und so, dass man ja halt dann den NES rausgebracht hat, wie er heute aussieht, ne? Wäre dieser Crash nicht gewesen, ich glaube, wir hätten so eine Art Famicom gehabt, wie, ne? Redest du von dem Atari-Crash? Ja. Also der ist, wie ich das durch den YouTuber halt, der sich mit der Geschichte des Videospiels halt beschäftigt, der Videospiel-Crash von Nordamerika aus dem Jahre 83. Ich weiß nicht, ob der wirklich so einen riesen Einfluss gehabt hat, wie du jetzt gerade erzählst. Weil es hat sich so viel getan, so viel entwickelt. Also hätte der so einen riesen Einfluss gehabt, wie du gerade gesagt hast, dann wäre es doch gar nicht so weitergegangen, wie es weitergegangen ist. Es gibt stimmt. Es gibt zu dem Thema übrigens eine fantastische Dokumentation, wo man versucht hat, den Punkt in der Wüste zu finden, wo sie diese ganzen Konsolen, Kassetten, nein, wie hießen die Dinger nochmal? Kartuschen, nein, diese Steckmodule. Cartridges, meinst du? Cartridge. Kartenmodule. Steckmodul, genau. Ja. Ja, Steckmodule auch. Wo man die angeblich vergraben hat. Da gab es also quasi 20, 30 Jahre später eine Grabung, ja, um zu gucken, ist es nur eine Legende oder haben sie das wirklich gemacht? Haben sie wirklich diese Dinge vergraben? Ich pack auch, glaube ich, heute die Megastöße aus, Eike, oder? So, jetzt müsste auch das Bild wieder einigermaßen passen. Ich bin aber, ich habe mich dann halt auch wirklich so gesagt, dann, ich habe mich halt mehr dann in diese Materie, so alte Videospiele oder generell auch die Geschichte des Videospiels, habe ich mich dann halt auch so mehr reingefuchst, um halt auch zu wissen, wie das dann halt auch war vor meiner Zeit halt, ne, 89, da kam ja dann der Gameboy raus, Ich wusste halt ja vorher halt nicht. Also ich habe den Gameboy hier noch, also die Pocket-Version. Ich habe irgendwo auch noch bei mir die Gameboy Color-Version bei mir rumfliegen. Ja. Also, wie gesagt, deswegen, das Ding ist auch schon 20 Jahre alt. Also, ja. Ich habe den ja wirklich, das ist kein Scherz, ich habe den zu meinem 10. Geburtstag gekriegt. Zu meinem 10. Geburtstag, da gab es 10 Jahre schon den Gameboy. Und der wird nächstes Jahr 10. Nee, 20 wird mein Pocket. Und der funktioniert immer noch. Nee, ich habe, glaube ich, den Color damals zu meiner Konfirmation gekriegt. Also 16 Jahre ist der schon alt. 16. 2002 habe ich den zur Konfirmation geschenkt bekommen. Mit einer Color-Version von The Legend of Zelda Ocarina of the Oracle of Seasons? Ah, die Oracle-Version. Also Oracle, ja, aber ich bin Oracle nicht der Zelda-Typ. Also ich bin schon gefühlt nach dem ersten Dungeon, glaube ich, langweilig ausgestiegen. nee, ich bin wirklich nicht der Typ, der Zelda spielt auf dem Ding. Dann ja, eher so. Mein erstes Gameboy-Spiel, das war ein Arcade-Spiel. Also Space Invaders. Ja, Klassiker eigentlich für sowas. Ja, bei anderen war es früher Tetris. Ja,
Also ich habe Tetris auch erst recht spät irgendwie so mitgekriegt. Ich wusste schon damals, ja, das war das erste Gameboy-Spiel, aber mein erstes war dann halt Space Invaders. Dann habe ich halt auch so Rennspiele gehabt und so weiter. Und mein erstes großes Spiel mit Mario, das war halt jetzt nicht so Super Mario Land oder sowas, sondern das war Game & Watch Gallery 2. Das, was du bei Wadi Versus gespielt hast, einfach nur durchgepostet bist. Genau, wo ich durchgerast bin, genau. Das war mein erstes Spiel, wo ich mit Mario so richtig in Kontakt kam. Also mein erstes eigenes Mario-Spiel. Also okay. Super Mario Land. Ja. Und Super Mario Brothers kannte ich ja halt auch schon vorher, habe ich auch schon original auf dem NES gezockt und Super halt dann Mario auch die, ich sag mal, die Schönheitsversion, also die verbesserte Version auf dem SNES halt mit dieser Gallery, die es halt dann gab, mit allen drei Teilen, die dann halt, sagen wir mal, ein kleines Redesign gekriegt haben. Ich glaube, ich hatte das Dreier-Ding. Ich hab das Dreier-Ding bei mir noch irgendwo rumfliegen. Ja, und so richtig halt mit Mario, das war wie schon gesagt halt, das Game & Watch Gallery 2 halt, wo du halt dann diese alten Game & Watch Gallery Sachen hattest, also diese Game & Watch Dinger halt von den kleinen Kasten, halt der Vorgänger des Gameboys, mit dann halt den moderneren Spielen halt, ich nehme jetzt mal als Beispiel, was gab's? Parachute. Da musstest du halt wirklich alle Fallschirmspringer aufsammeln. Und das gab es dann halt in der Klassik-Version und in der modernen Version. Ja, ja. Die moderne Version war dann halt mit Mario im Boot und dann musstest du Toad, Yoshi und Donkey Kong, ich glaube Donkey Kong Junior musstest du dann einsammeln und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich weiter mache. Ja. Noch gerade bejaht. Nein. Ich sehe das. Ja. Das Ding war dann so, ja, dann ging es so Richtung SNES und alles, dann so Richtung Mario Kart, Super Mario World. Na. Aber ich habe, glaube ich, die drei nicht gespielt, ne? Das ist richtig. Diese Analyse ist korrekt. Ich muss kurz dazu sagen, ihr sprecht mit einem sehr alten Mann, der mit dem C64 noch gespielt hat. Also so richtig. Ja. GZ, Heike. Bitte was? GZ, weil du gelocht hast. Achso. Vielen Dank. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, bitte. Ein Leben, das neu beginnt, genau. ja, du hast mit dem Commodore gespielt. Das auch diese ganzen Sachen gespielt, wie Space Invaders oder halt. Also ich bin noch viel älter. Den ersten Computer im Haushalt gab es von meinem Vater, nämlich einen Commodore PET 2000. Was ist das denn? Mit Grünmonitor. Also entweder gab es schwarz oder grün. Ja, das war's. Später gab es noch die Bernstein-Monitore. Die gibt's, glaube ich, das gibt's alles schon lange nicht mehr. Und da habe ich Space Invaders gespielt. Dann gab es irgendwann den VC20. Da hat mein Vater gesagt, ja, wie jetzt 20K Arbeitsspeicher, das will ich nicht. 20 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja, boah. Ja. Und der Commodore PET 2000 hat er auch nicht mehr. Und der hatte als, der Opa erzählt vom Krieg, ich weiß jetzt. Ja, ich weiß. Opa erzählt vom Krieg, aber erzähl weiter. Ja, ich erzähl weiter. Der hatte auch nicht viel mehr, der Commodore PET 2000, und der hatte noch eine sogenannte Datasette. Das war nichts anderes als ein Kassettenrekorder, wo eben keine Töne auf dem Band abgespeichert wurden, sondern Daten abgespeichert wurden. Also das war das Datenmedium, was heute eben irgendwie Festplatten, keine Ahnung, USB-Sticks oder sonst was man so an Wechselmedien hat, ja. Das gab es alles noch nicht, da waren es wirklich Audiokassetten. Es waren auch nicht irgendwelche speziellen Kassetten, sondern es waren wirklich stinknormale Audiokassetten. Wenn du da ein Spiel laden wolltest, wie zum Beispiel Space Invaders, das hat ein paar Kilobyte Arbeitsspeicher in Anspruch genommen, dann hat das 5 Minuten gedauert. Wenn du jetzt eben eine Datasette mit Lautsprecher hattest, also einen ganz stinknormalen, du konntest einen ganz stinknormalen Kassettenrekorder an deinen Computer anschließen, ne, mit diesem 5-Pol-Stecker und tralala, und dann den Lautsprecher angemacht hast, dann hat das so Geräusche gemacht, wie später die analog Internet-Modi
oder Modems. Ne? Und das 5 Minuten lang. Ja, und dann hat sie dein Spiel geladen. Wie gesagt, dann gab es den VC20. Der war dann schon mit Farbe. Das war eine unglaubliche Sensation. Und als nächstes, Commodore ist übrigens ganz nebenbei gesagt eine kanadische Firma gewesen, die dann irgendwann einfach den, ja sagen wir mal, den Puls der Zeit nicht mehr gefühlt haben. Also die waren sich ihrer Sache zu sicher. C64 habe ich geschenkt bekommen. Ich musste aber auch dann für das Diskettenlaufwerk die Floppy VC1541, dafür musste ich arbeiten. Also dafür musste ich selbst Geld verdienen, wenn ich nicht mit diesem schlaffen Kassettendingsbums irgendwie auch noch mit dem Gerät arbeiten wollte, sondern ich musste da wirklich was dran machen. Dann gab es den Schulhof mit Leuten, die auch C64 hatte. Ich habe in meinem ganzen Leben kein einziges Spiel für den C64 gekauft. Das waren alles Raubkopien. Das waren ungefähr, ich hatte ungefähr 200-300 Spiele und das waren allesamt Raubkopien. Ja. Auch heute nicht mehr so richtig vorstellbar, wie das überhaupt funktionieren konnte. Heutzutage hast du Steam. Ja, heute hast du Steam, Origin, Uplay und wie die ganzen. Ja, aber dafür bezahlst du ja auch viel Geld. Wie gesagt, ich musste mir nur eine Kiste Disketten kaufen, ja, und bin auf dem Schulhof rumgerannt und habe gefragt: Ja, hast du ein C64? Hast du Spiele? Ich habe auch welche, lass uns tauschen. Ja. Und dann tauschen. Ja. Wo ich jetzt hier mit nicht, das ist kein Tonbandgerät, keine Sorge, ist mein Nintendo 3DS. Es gab ja mal, oder es gibt sie, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht, da habe ich auch mal was dazu gesehen, dass man, wo du gerade halt Raubkopien sagst. Ich ja zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie die ganzen Spiele spiele, die habe ich ja halt auf dem Emulator, auch ganz normal, auf dem Emulator mit sogenannten ROMs. Es gab halt auch mal wirklich für die DS oder 3DS, hoppala, Pokémon Sonne. Nein, wo ist es? Da unten. gab es auch solche Module, also solche Karten, wo du dann halt eine Micro-SD reintun konntest und einfach dann mal schön im PC, im Laptop rein, die ROMs runterladen konntest und dann reinstecken und konntest spielen. Dann musstest du die Spiele halt nicht für 40-50 Euro im Laden kaufen, hattest du die Spiele mit einem Download irgendwie auspacken, rüberschicken. Nein. Und ja, fertig hattest du die. Nein, ja. Und dann konntest du die halt auch spielen. Ne? Und dann denkt man sich halt, wenn man irgendwie sagt, ja komm hier, Spiel XY für, keine Ahnung, 60 Euro für den DS, bin noch nicht bescheuert, ne? Dann suchst du irgendwo im Internet nach und kaufst und lädst dir das dann da runter, kaufst dir diese Kassette, also dieses Modul, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, ich weiß gar nicht mal, ob man die überhaupt noch bekommt, weil ich wollte die auch die ganze Zeit haben. Und Nintendo ist ja mal irgendwie dagegen vorgegangen, bla und alles. Und meisten Emulationsspiele haben ja dann halt irgendwie auch sowas eingebaut, dass es ja halt auch erkennt, ob es so eine Art Raubkopie ist oder nicht. Also ich glaube, da gab es mal halt irgendwie was bei Pokémon zum Beispiel oder bei irgendeinem Spiel, da stand irgendwie oder da kam dann die Einblendung, kauf dieses Spiel oder stirb. Du, das gab es auch noch bei der PlayStation 1. Wenn du zum Beispiel eine gebrannte CD hattest von, sagen wir mal jetzt, Tomb Raider. Ja, also eins dieser ersten 3D-Tralala-Spiele. Auch da gab es einen Kopierschutz, der eben erkannt hat, ist es eine Original-CD oder ist es eine gebrannte Raubkopie. Und da gab es dann wiederum, und das waren die Anfangszeiten des Internets, da gab es Anleitungen im Internet, was man machen muss mit seiner PlayStation 1. Und da musste man wirklich noch mit einem Lötkolben an die Hardware dran gehen. Kein Scheiß, ich denk mir das nicht aus. Da musste man mit einem Lötkolben an seine Hardware dran gehen und ein bestimmtes Bauteil zwischen zwei andere Bauteile löten. Und dann konnte man eben auch gebrannte CDs abspielen. Jo, aber gefühlt sagt mir das auch noch was. Das war schon, mein Gott. Nach dem C64 kam der Amiga 500 und auch da waren wir noch lange und weit, weit, weit entfernt vom Internet. Ja, da gab es das noch nicht. Wir haben auch damals schon Elite gespielt zum Beispiel. Es ist jetzt, wie heißt die neueste Version von Elite? Gott, das ist auch eigentlich Massive Multiplayer Online-Gedöns.
auch wenn man es noch Singleplayer spielen kann. Aber das ist dieses Weltraumspiel, wo man rumfliegt und versucht, so viel Kohle wie möglich zu machen und so viele Leute. MMORPG oder sowas. Ja, MMORPG, Massive Multiplayer. Ein Roleplay-Game ist es nicht, es ist ja eine Simulation. Also, es ist ein Weltraumsimulator. Mehr Flugsimulation. Und Strategie eben auch noch dabei, aber nicht Strategie. Nein, es ist falsch. Ich kenne mich echt zu wenig aus mit dem Kram. Gott, wie heißt es? Elite Dangerous, so heißt die letzte Version von Elite. Mhm. Also Elite haben wir eben auch damals schon gespielt, aber von Multiplayer war da überhaupt noch nichts am Horizont. Noch nicht mal lokal Multiplayer, oder? Es gab sowas wie, nein, auch das gab es nicht. Es gab zwar schon Packet Radio, das war ein Vorläufer vom Internet, was ich nur deshalb kenne, weil mein Vater damals schon Amateurfunker war. Also der hatte so eine Art von Modem, der hatte in seiner Bastelbude hatte er seinen eigenen C64 dann irgendwann stehen, um Packet Radio zu machen, was dann über Amateurfunk funktionierte. Wow. Völlig unvorstellbar. Das kann sich kein Mensch mehr vorstellen, diesen ganzen Quatsch. Oh, die 4.9er sieht gut aus. Die ja, sind... leider. So, dann kam der Amiga 500 und dann kamen langsam die Akustikkoppler. Also da gab es dann halt schon irgendwie DFÜ-Verbindungen übers Telefon, wo man den Telefonhörer nahm und den auf so eine Art Klo gelegt hat. Ja, also mit so zwei Schaumstoffmuscheln, da hat man den Hörer draufgelegt. Und wenn man Glück hatte, hatte man eine Verbindung zu irgendjemandem mit 9,6 Baud. Also nichts mit Mbit oder so. Ne? Das waren Baud. Baud waren Bit pro Sekunde. Nicht Kilobit, nicht Mbit, sondern Bit pro Sekunde. wow. Wir reden hier gerade so von einstelligen Bitzahlen, ne? Also quasi sowas. Heute so eine Info, die ein Zeichen in einem Word-Dokument hat. So, dann kamen langsam die AT- und IBM-kompatiblen Rechner. Und dann gab es LAN-Partys. Oh. Das gibt es ja heutzutage ja auch noch. Gibt es so. Das immer noch? Aber das, heute noch. Aber das ist doch dann eher eine Nostalgieveranstaltung, oder? Ja, zum Teil, ja. Klar. Ja, meistens auch nicht. Also ich kenne jetzt einen Kollegen zum Beispiel, der ist jetzt gerade aktuell auf einer LAN. Und die zocken da halt dann die entsprechenden Spiele halt, die man halt so ganz normal halt auch im LAN also spielen kann. Also natürlich dann die heutigen Spiele halt, so wie, okay, was würde mir nur einfallen, was man so im LAN spielen könnte, aber dann halt leider nur zu viert, das wäre PlayerUnknown's Battleground. Es ist halt eine unglaublich aufwendige Angelegenheit. Also du musst erstmal einen Raum dafür finden, wo du dich mit Leuten treffen kannst, die dann ihren Rechner und ihr ganzes Geraffel, also ihr ganzen Hardware-Scheiß wirklich da anschleppen, um das anzumupfeln und das alles miteinander zu verbinden. Ja. Ich selbst habe an LAN-Partys nicht teilgenommen, sondern ich habe wirklich ausgesetzt. Also ich habe nochmal irgendwann einen Rechner zusammengebaut für eine Freundin, die zu der Zeit irgendwie eine Magisterarbeit geschrieben hat und die das mit der Schreibmaschine machen wollte. Dann habe ich gesagt, ja komm, das kriegen wir irgendwie anders hin. Ich habe in der Zeit als Informationselektroniker gearbeitet und habe dann aus Schrottteilen einen IBM-kompatiblen Rechner für sie zusammengebaut, sodass sie dann eben mit einem Textverarbeitungsprogramm ihre Magisterarbeit schreiben konnte. Aber hey, ich habe dann wirklich lange Zeit ausgesetzt mit Computer und aus dem Gaming sowieso schon lange raus gewesen. Und dann, ja, dann kam halt irgendwann die Zeit mit der zweiten Ausbildung, hier Mediengedöns und Design, tralala. Und dann ging es natürlich nicht mehr ohne Internet. Und dann kam eigentlich auch erst Highspeed auf. Also erste ja. Internetleitung, die wirklich getaugt hat für mich, hatte schon immerhin 16 Mbit. So, jetzt haben wir ungefähr, wie viel Zeit haben wir jetzt abgearbeitet in 5 Minuten meines Lebens? So von 25 Jahre gefühlt. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Also das erste Internet, was wir hatten, das war damals ISDN 2000. Das war ein Bruchteil von dem, was ich heute als Internetverbindung habe. Ja. Das ist so krass, eigentlich so krass. Und das war damals noch eine Zeit lang, da musstest du halt gucken,
dann musstest du halt gucken, wie lange du im Internet bleiben konntest, weil du durftest nur so und so lange im Internet bleiben, sonst wurde es teuer. Sonst wurde es teuer, das war ja damals ja noch pro Minute, ne? Ja, also, du hast und pro ich weiß zum Beispiel noch, dass ich damals 2 Stunden pro Tag ins Internet konnte. Boah. Aber meine Eltern wussten schon, glaube ich, 2000, dass meine Schwester und ich das Internet quasi später brauchen werden. Also Richtung dein Abitur dann im Laufe der Jahre. Du kannst im Prinzip zusammenfassen, was früher der Führerschein war, ist heute das Internet. Also wer heute ohne Internet aufwächst, ist am Arsch. Ja. Brauchst du einfach für eigentlich alles. Genau. So, da ist der ANXDE-CPR. Das ist der Cedric. Hallo Cedric. Ja, jetzt hast du einen kleinen historischen Computerabriss verpasst. Schade. Ja. Was ich gerade sehr lustig finde, ich sepp gerade ein bisschen rum und ich sehe, man ist so verzweifelt im deutschen Fernsehen, dass man sogar einen eigenen Fernsehsender für eine Hackmaschine macht. Ich nenne den Namen nicht, aber ihr könnt euch denken, was ich meine. Ich weiß, was du gleich meinst. Davon habe ich gelesen, ja. Genau, ja. Ich habe es ja selbst nicht glauben wollen. Ja, da hat er schon zugehört, hat er gerade geschrieben. Ja, und weiß er, kann er sich vielleicht ausrechnen, wie alt ich bin. Ja. Mhm. Also, stimmt. Ich bin immer noch... Nicht mehr, also, dieser Sprung quasi von... es ist wesentlich, wenn du jetzt sagst, von diesem Commodore zu dem, wo ich quasi dann letztens angefangen habe mit so Internet- und Computergeschichten... Der Sprung von da, also von so 2000 bis jetzt, ist, glaube ich, sogar noch viel, viel größer. Weil du hast jetzt Social Media, du hast... Also die Geschwindigkeiten, wie sich das entwickelt hat, ist noch viel schneller als damals eigentlich. Guck mal, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den ersten motorisierten Flug. Also, dass überhaupt jemand es geschafft hat, mit einem Motor... Segler, nennen wir es mal so, überhaupt sich in die Lüfte zu erheben. Und es hat keine 60 Jahre gedauert, dann waren die ersten Menschen auf dem Mond. Die Computerentwicklung ist noch viel krasser gewesen, was Geschwindigkeit, Rechengeschwindigkeit, Rechenkapazität und so weiter angeht. Ja, klar. Als ich noch Computer repariert habe, damals, Ewigkeiten ist es her, bekam ich irgendwann einen Rechner auf den Tisch, ich glaube, es waren 486er, der ein Computerspiel auf der Festplatte hatte, F-35, ein Flugsimulator, der dann passenderweise auch 35 bis 40 MB auf der Festplatte einnahm. Und ich habe gedacht, ja, jetzt drehen sie durch. Jetzt sind sie völlig verrückt geworden. Hier, 40 MB für ein Spiel, das ist doch Schwachsinn. Ja, was wollen die Penner denn noch? Ja, jetzt hast du 40 GB für ein Spiel. Es ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Meistens auch irgendwie, ja, 40 Gigabyte oder so, also das sind so, wo ich mir auch manchmal denke, zahlt, ja. Allein, dass wir jetzt hier mit Bild und Ton miteinander sprechen, auch wenn meine GPU und meine CPU kotzt, ja. Das ist reine Science-Fiction gewesen vor kurzem noch. Ja, ich kann es mir halt auch so denken, so zum Beispiel auch dieses Livestreaming im Internet, ne? Also, wenn man sich das jetzt so die Zeit von vor 10 Jahren zum Beispiel mal anguckt, da gab es ja halt auch schon die ersten, ich nenne es jetzt mal Pioniere in Anführungsstrichen, die richtigen Pioniere, die gab es ja schon vor 2 Jahrzehnten oder vor 25 Jahren, muss man ja sagen. Also, ich habe da zum Beispiel halt mal so alte Computerclub-Folgen auf YouTube mal angeguckt. Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Ich glaube, genau. die gibt es immer noch, ne? Wenn auch nur noch als Webshow. Ja, den Computerclub, den gibt es noch, nur noch auf YouTube, weil ja der zuständige Sender ja dicht gemacht werden musste. Aber die beiden machen das nicht mehr zusammen. Ich glaube, der Wolfgang Back ist, glaube ich, der mit der Brille. Ich wusste nie, der eine Wolfgang macht. Ich wusste nie, welcher ist. Ich auch nicht. Also einer der Wolfgangs, das ist halt der mit der Brille halt, der macht das noch auf YouTube weiter. Also der hat zum Beispiel vor 2 Jahren halt Geld gesammelt, also Spenden gesammelt für ein eigenes Studio und so. Ist jetzt halt auch irgendwie, macht er das jetzt von irgendeiner ehemaligen Wohnung halt aus, irgendeinem Zimmer. Macht er das halt und bringt da halt irgendwie so, das heißt jetzt nicht mehr Computer Club 2, sondern CC2 TV. Okay. Also es ist halt immer noch so Computer Club mäßig halt, also. Aber der macht auch immer noch so Hardware-Spülkes, ne?
Also der kümmert sich nicht eben nur um irgendwie, wie installiere ich das, was mache ich da, sondern Nee, der nee, nee. ist immer noch so Der mit. guckt sich wirklich, der guckt sich wirklich so die ganzen Dinge an. Also zum Beispiel, es hat mir auch sehr gefallen, zum Beispiel halt das mit dem Echo von Amazon zum Beispiel halt und mit den anderen HomePods oder wie die auch immer alle heißen. Und halt dann auch mit diversen Sachen, wie zum Beispiel, was dann halt auch noch ältere Folgen, das dann noch aus dem Container in Düsseldorf sogar auch noch war. Zum Beispiel Batterien und so weiter, was man noch mit so Batterien machen kann, die in Wahrheit, wo man sagt, oh, die ist leer, aber die ist dann noch voll. Ne? Oder wo es dann halt hieß, warte, ich wollte mal irgendwie so ein Beispiel, warte mal, wo es hieß, das hier ist keine Batterie, sondern Achtung, Klugscheißerei. Jetzt habe ich es auch selbst wieder vergessen, aber das soll keine Batterie sein, sondern eine Batterie wäre zum Beispiel so eine 9-Volt-Block-Batterie oder so. Das wäre Also klugscheißereimäßig. das Letzte, was ich von. Wir reden über den bärtigen Mann auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Genau. Das Letzte, was ich von dem gesehen habe, war eine Untersuchung zum Thema Powerbanks. Das ist auch schon länger her. Und da habe ich dann halt echt gesehen, fuck off, da ist noch einer, der geht echt mit einem Ampermeter hin, ja, und misst noch so richtig und diesen ganzen, der hat sich echt nicht geändert, also der macht So wirklich noch. was kenne ich nur aus dem Physikunterricht. Ja, genau. Es gab halt auch mal, wo wir zum Beispiel die C64 mal ansprechen. Es gab mal halt auch, da haben aber die beiden Wolfgangs noch zusammengearbeitet und ich glaube noch mit dem Heinz Schmitz, der auch irgendwie auf YouTube sogar selbst noch irgendwie was macht, was ich auch sehr kurios finde, weil ich mir auch so gedacht habe, der müsste eigentlich auch mal bei diesen alten Computerclub-Folgen mit dabei gewesen sein, weil ich habe mal von dem Computerclub selbst mal gehört, aber nie so beim WDR mal gesehen. Also, wenn schon, ich kenne nur den Computerclub seit diesem Computerclub 2, wie der halt heißt. Und es gab halt so eine Folge, wo die wirklich in einem C64 einen Windows-PC drin hatten. Wirklich, alles verlötet mit keine Ahnung, mit der neuesten Hardware und so weiter. Und du denkst dir dann halt so, okay, du siehst einen normalen C64 und dann drückt er eine Tastenkombination, auf einmal ist da nur ein Fenster und man sieht halt den normalen Windows-Desktop, wo du dir so denkst, geil, dass es halt solche Leute gibt, die sich halt sagen, ich kann einen PC zusammenbasteln, aber dann mache ich es nicht normal klassisch irgendwie in einem normalen Tower, sondern irgendwie in einer alten, also in einem C64 oder so. Das finde ich halt genial. Und auch da gibt's eine Retro-Bewegung, wo ich jetzt auch wieder durch Zufall ein Video gesehen habe, wie jemand gesagt hat: Ich zeig euch, wie man seinen C64 ins Internet bringt. Das ist ein geiles Video. Das müsst ihr euch anschauen, das ist der Hammer. Also, was ist da überhaupt, was gibt es da an Anwendungen? Ja, so gut wie keine. Also, eigentlich nix. Das ist aber wirklich, das ist richtig krass. Ich find's halt auch richtig genial, halt, dass es halt noch so geradewegs diese Computersendung, dass es die halt auch noch gibt, dass man sich da so auch halt irgendwie gucken kann, wenn zum Beispiel was Altes gezeigt wird, wie zum Beispiel, wie das dann halt vor 20 oder 25 Jahren aussah, als man sich selbst noch nicht so richtig mit Computern oder so befasst hat. Das finde ich halt auch noch sehr, sehr interessant. Also ich habe mir da halt auch dann wirklich auf YouTube mir so alte Folgen angeguckt oder generell, dann stößt man halt irgendwie auf diese ganzen alten Sachen, wo du dir dann halt auch so denkst, cool, dass es sowas halt vor 20, 25 Jahren halt gab Also und von dem Computerclub, also die für mich beeindruckendste Folge, die es damals gab, war, wie sich jemand, nein, wie sich eben die zwei Wolfgangs ihren ersten Scanner gebaut haben. Das war der absolute Kracher. Und zwar haben die einen Plattenspieler hergenommen und da eine Walze auf den Plattenteller gesetzt und da um die Walze drumherum eben das Bild gespannt. Jetzt drehte sich das Ding und dann haben sie sich da irgendeinen Abtastkopf gebaut, der dann eben an dieser sich drehenden Walze abwärts fuhr. Also Also, eine irre MacGyver-Idee eigentlich. man merkt, ich habe nicht dieses Computer-Knowledge, so wirklich das Hardware-Knowledge. Also, wenn ich jetzt sehe, Also so. Computerclub war damals für uns C64-Heinis, das war ein absolutes Muss, das anzuschauen immer. Ja, also, das ist so, da kann ich mich halt ja gerade nicht mitreden, so, aber es ist interessant zuzuhören. So, hat echt. Ja, hat leider echt was von Opa erzählt vom Krieg, aber. Es ist so, ja, er hat vollkommen recht, es stimmt ja auch.
Ne, das ist. Ich hab's halt auch selbst mir, wie schon gesagt, ich habe mir halt die alten Folgen, ich bin ja wirklich froh, weil meistens gucke ich mir halt auf YouTube so wirklich so alte Sachen von den Anfangszeiten des Privatfernsehens zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel auch per Zufall die ersten 60 Minuten von RTL Plus auf YouTube gefunden, wirklich. Wo es den Sendestart gab, wirklich, wo das auf irgendeiner Frequenz von einem, ich glaube, belgischen RTL lief oder vom französischen RTL und dann bis zum Sendestart hin und dann halt bis, ich glaube, bis zu der ersten, also bis Helmut Thoma dann gesprochen hat, damals noch rand und schlank, und dann halt über RTL Plus geredet hat und über die damaligen Partner, Geschäftspartner, die halt dann ja die Verleger in der Umgebung waren. Dann findest du sowas und dann stoßt du halt auch wirklich auf so alte Computerclub-Folgen aus den 90er Jahren, Anfang der 90er, Ende der 90er und dann halt auch bis zum Ende 2002 irgendwann. Also die haben, glaube ich, so offiziell so irgendwie 401 Folgen gemacht im Fernsehen oder so. Und jetzt glaube ich, sind es jetzt mit dem neuen CC2 sind es auch schon über 200 oder so, fast 250 oder so. Also da bringt der, ich glaube, das ist der Wolfgang Rudolf, der Bärtige. Ich glaube, da hat Eike noch ein bisschen was nachzugucken. Ja. Das ist. Die Zeiten sind vorbei. Also ich hab auch noch einen Lötkolben in der Schublade, aber ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeheizt. Also die Zeiten sind ein bisschen durch. Ja, die sind ein bisschen durch. Naja, aber es macht halt dann auch mal Spaß, so auch alte Schinken aus der Vergangenheit dann auch mal dann auch wieder im auf YouTube zu finden. Also ich finde es halt gut, dass es dann halt welche gibt, die sich sagen, hey, ich habe da irgendwie nur eine VHS-Kassette oder keine Ahnung, Betamax irgendwo rumliegen oder so. Und dann digitalisieren die das, laden das auf YouTube hoch und dann guckt man sich das halt an. Das finde ich halt immer noch genial. Und da bin ich halt auch zum Beispiel dankbar jetzt zum Beispiel, wo seit einer Woche ja jetzt schon feststeht, dass Viva bald das Zeitliche segnet, dass ich per Zufall... Wir müssen eigentlich, alles muss darauf. Ja, da habe ich wirklich per Zufall diese 10 Jahre Viva-Show irgendwo gefunden, die von Sarah Kuttner moderiert wurde, wo Scooter unter anderem zu Gast war. Ja, die ich damals selbst auch Ende 2003 halt auch selbst noch im Fernsehen damals hier als... 14-Jähriger noch geguckt habe. Ich kann mich erinnern, Viva hat sogar mal mit der ARD für den Eurovision Song Contest kooperiert. Das hatten wir mal in Karate als Frage. Das ist eigentlich so surreal, dass dieser Sender, der eigentlich damals quasi in der Blüte des Lebens stand, der quasi gefühlt auch noch 2004 immer noch der heißer Scheiß war, gerade wegen Leuten wie Klaas Teufel Umlauf, wie Sarah Kuttner, wie damals ja schon nicht mehr 2004. Ja, damals ja nicht mehr, aber quasi damals schon damals heißt es scheiße, 15 Jahre später ist der Sender weg. Gut. Der ist wirklich seitdem, und das sagen halt auch viele, seitdem Viva von Viacom, also von MTV übernommen wurde. Ja, das war dann so die Zeit quasi die Hochzeit so. Da lief halt die Late Night mit Sarah Kuttner bei Viva, die dann quasi zu MTV rübergegangen ist, gegen Viacom zum Beispiel. Und ab da ging es eigentlich bergab, weil hast du schon gemerkt, so, ja. Es war ja dann halt auch wirklich so diese Zeit, wo du halt auch dann wirklich so bemerkt hast, ja, das Programm von Viva ist echt mäh geworden, wo du wirklich dir so denkst, da gab es halt wirklich interaktiv, was dann irgendwie umgewandelt wurde in Viva 17. Viva Live. Dann Viva Live. Und das dann irgendwann urplötzlich eingestellt wurde. Als 2011 sollte ja dann ja Viva diese große Marke im Entertainment-Bereich von Viacom ja werden, nachdem ja MTV ja dann ins Pay-TV gegangen ist. Was absolut gefloppt ist und weswegen wir jetzt am Ende des Jahres MTV und Free-TV haben und Viva weg ist. Ja, deswegen. Also das war ja nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe es mir nämlich auch schon denken können, als ich es mitgekriegt habe, dass die britische Version von Viva Anfang dieses Jahres für einen MTV-Sender eingestellt wurde. Da habe ich mir so gedacht, okay, es dauert nicht mehr lange und wir kriegen hier die Meldung, Viva wird in Deutschland eingestellt. Und wir haben es ja bei den Screen Force Days nun letzten Endes bekommen. Genau. Genau. Und ich bin mir sicher, und das prognostiziere ich, letzter Song bei Viva Forever von den Spice. Das Lustige ist, das war der letzte Song, bevor Viva ins Pay-TV gegangen ist. MTV. Ja, das war der letzte Song auf MTV, bevor MTV ins Pay-TV gegangen ist. Mhm.
Das ist so krasser Scheiß. Das wird so, wenn wirklich so um 3 Uhr morgens oder keine Ahnung wann, wie war, oder ich bin mir sicher. Mitternacht, es wird Punkt 1:01, 24 Uhr eingestellt. Ach, also so wie bei Das Vierte damals. Oder bei Tele 5 Anfang der 90er Jahre, ja. Ja, das stimmt. Genau, so wird es halt dann sein. Ja. Und dann hat man halt Weil. MTV, Nickelodeon und Comedy Central. Genau, und Und mehr Comedy hat man Central nicht. sind dann endlich wieder 24 Stunden, wo ich mir auch Also. eigentlich gesagt habe, so dieser Content oder diese neuen Sachen von Comedy Central, dieses Stand-Up 3000 mit Maxi Stettenbauer oder halt diese CCN oder diese CC News mit Ingmar Stadelmann, die haben so einen späten Sendeplatz eigentlich dann gar nicht verdient. Ja, Wirklich so Primetime oder so ja. 2015 oder irgendwie sowas und nicht irgendwie, also zum Beispiel auch die Daily Show, die sie ja jetzt endlich mal wieder auch mal langsam ins Fernsehen bringen. Mit Ich ja dem auch. neuen, ne? Oh Gott, ich weiß keinen, du weißt den Ja, Namen von dem Trevor nie. Noah. Ja, Trevor. genau. Oh, ich habe den Namen da nicht drauf. Ich habe immer Ja, irgendwie wo das ich mir auch Gefühl. so denke, diese Global Edition, die kannst du wirklich, oder ja, halt Daily Show Global Edition, kannst du irgendwie um, keine Ahnung, 23 Uhr dann bringen oder so. Oder du kannst halt wirklich die US-Version der Daily Show, wie man das ja halt bei One noch bis, ich glaube, Ende letzten Jahres mit der Tonight Show gemacht hat, einfach einen Tag nachher irgendwie, also die Montagsausgabe am Dienstags halt zeigen, Ja, das ist ne? Und aktuell, ja. das kann man jetzt alles machen. Also man kann wirklich den ganzen neuen Shit, den sich jetzt Comedy Central holt, jetzt habe ich gelesen, man möchte irgendwie Filmparodien jetzt auch noch irgendwie zeigen. Also da bereitet man sich schon wirklich schon so langsam darauf vor, mal Wow. Programm reinzubringen. Filmparodien ist so ProSieben anno 2008. Ja. Tut mir leid. Stichwort Dirty Dancing. Ja, oder die Geschichte, wo, glaube ich, Fiona Erdmann von Germany's Next Topmodel eine Hauptrolle hatte oder so ein Käse. Also so ein Krams braucht eigentlich keiner, weil Nee, weil das ist altes Fernsehen. ich guck mir nämlich gerade auch so diesen Programmablauf an bei Comedy Central. Du hast wirklich 5 Folgen von einer Serie, dann kommen 5 Folgen von der nächsten Serie und dann kommen 2 Folgen von der anderen und dann kommen 3 Folgen von der anderen. Also Benefits, ja. das Ja, ist genau. einfach nur eine reine Abspielstation bei Comedy Central, wo man Gott sei Dank nicht gesagt hat, dass da jemand nicht bei Viacom halt in Deutschland generell intelligent war und gesagt hat, warum stellen wir nicht Comedy Central ein und machen Viva halt wieder groß. Also Na, es ist beides Abspielstationen. genau, beides ist im Moment Abspielstation. Also wenn ich mir jetzt so das Programm von Viva für morgen angucke, Viva Wecker, beziehungsweise Night Sounds um 2 Uhr morgens, dann Ja. Viva Wecker, dann Good Morning Saturday, dann Tweet Clips und dann Viva Charts vor 5 Jahren. Und dann ist schon. Und Ja, dann ist wir von 12 bis 14 Uhr ist eine Lücke, aber dann soll um 14 Uhr dann kommt der Friends-Marathon. Gefühlte 7000 Folgen. Ja, für die Nerds unter uns, die Serien-Nerds. Ja. Wann ist ein Nerd eigentlich ein Nerd, habe ich mich heute mal gefragt. Weil ich habe so das Gefühl, zurzeit ist es in, Nerd zu sein. Als Das ob's, ist auch. ob du jetzt, sagen wir mal, Gaming-Nerd bist, ob du Serien-Nerd bist, wie jetzt zum Beispiel so speziell zu bestimmten Serien wie The Walking Dead, wie zu Game of Thrones, wie zu Friends, wie zu Breaking Bad und halt auch diesen gesamten Spin-offs. Das Nerd war früher eigentlich was Spezielles und wenn du quasi jetzt jeder quasi für sich beanspruchen kann, oh, ich bin ja richtig nerdig in dem Sinne, sind ja alle keine Nerds mehr, weil es ist ja alles eigentlich nur eine Soße. Aber ich finde so inzwischen bilden sich auch viele Leute drauf was ein, dass sie Nerds sind. Und das geht mir so ab, so. Das finde ich nicht nur, das ist so. Ihr redet im Augenblick mit dem Besitzer der URL nerdpoll.eu. Ja? Ja, nein. Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Das war jetzt so. Wann ist ein Nerd ein Nerd? Und heutzutage beansprucht jeder für sich Nerd zu sein, aber das ist dann für mich dann so. Nur im Ich deutschsprachigen trage nur Raum. das. Ich Nur trage nur so. im deutschsprachigen Raum. Ich Also. trage so nur das Badge halt, so ich bin Game of Thrones. Ne? Also so, es gibt ja so aus diesem Amerikanischen, dann hieß, hallo, ich bin, und dann steht da der Name. Eigentlich müsste man für jeden so, hallo, ich bin der Game of Thrones und hallo, ich bin dies und dies, dies und dies. Ich bin ja ein ESC-Nerd zum Beispiel. Ist ja jetzt auch was sehr, sehr Absurdes, Spezielles.
Also darauf bilde ich mir eigentlich schon fast nichts ein, obwohl ich ja quasi hier gefühlt von allen der ESC-Experte bin. Das mache ich auch gerne, so will ich ja jetzt noch nicht sein. Aber boah, das ist so das stresst mich und ich frage mich dann, das tört mich dann auch so ab, weil man verliert sich so das Interesse so in den Sachen. Es wird dann meistens auch so gepusht so und dann will man sich da vielleicht so reinfuchsen, dann sagt man sich so, nee, da ist mir der Hype zum Beispiel um Game of Thrones zu groß oder zu Breaking Bad zu groß. Und da versteht man auch irgendwann nicht mehr den Sinn dahinter, warum man sich das angucken soll. Du redest jetzt aber wirklich nur von Fernsehen, ne? Weil Nerdtum, das geht ja in verschiedene oder viele auch, verschiedene. Auch ja, Richtungen. Ich meine ja auch Gaming, Rollenspiele, also alles Mögliche. Cedric schreibt zum Beispiel im Chat, Nerd und Geeks sind für mich Leute, die ein sehr gutes Wissen auf ihrem Gebiet haben. Also, wie schon gesagt, das können halt ja. Serien sein, das kann ein Genre sein, das kann ein kompletter Bereich sein oder so. Ja. Also man kann zum Beispiel halt auch die, ich nehme mal, wo man das Wort Nerd eigentlich nicht mit reinnehmen würde, Politik. Wenn jemand wirklich was Ahnung über Politik hat, dann kann man ihn einen Politik-Nerd einfach nennen. Natürlich, ja klar. So einfach ist das. Aber die Leute meinen so, nur weil sie sich nachts um 3 die aktuelle Game of Thrones-Folge angucken, dass sie dann halt ein Game of Thrones-Nerd sind und das dann quasi stolz mit sich rumtragen. Ja. Das geht mir derzeit so ein bisschen auf. Das ist so derzeit so ein Reizthema bei mir, weil man mag dann selber nicht so aufkreuzen, so selber als so jemand vorkommt, der zum Beispiel sich gut mit ESC auskennt oder jemand, der sich halbwegs gut so in Sportsachen halt auskennt. Kurz so zusammengefasst, du findest, dass der Begriff Nerd inflationär eingesetzt wird. Genau! Bitte, da haben wir es doch kurz zusammengefasst. Ja, ich weiß, ich war nur ein kurzer Rant von mir. Das ist aber völlig in Ordnung. Macht ja nichts. Warum sollst du nicht auch ein bisschen rumranten, solange du uns nicht deine Genitalwarzen zeigst? ich verstehe das durchaus, aber das ist tatsächlich, hat diese, ja, wie soll ich sagen, Nerd-Fanschaft im englischsprachigen Raum immer noch eine andere Bedeutung. Also das ist noch nicht so besetzt, wie das hier der Fall ist. Ich habe das auch schon wieder ein paar Jahre her in Australien erzählt, dass das war schon 2010 so, ne? Dass der Begriff Nerd hier einen anderen Drive bekommen hat. Ich habe erzählt, dass das gerade in ist, Nerd zu sein. Und die haben mich alle angeguckt, als wäre ich gerade aus meinem fucking UFO ausgestiegen. Ja? Also das war nach wie vor da immer noch ein Schimpfwort und sonst gar nichts. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, weil es ist ja schon wieder 8 Jahre her. Es ist immer noch eigentlich ein Schimpfwort. Die ursprüngliche Bedeutung ist ein Schimpfwort aus einem Dr. Seuss-Roman. Gut, darum geht es aber weniger, weil viele Menschen, zum Beispiel N-Word, ne? The dreaded N-Word, ja. Das hat sich die afroamerikanische Gemeinschaft zu eigen gemacht. Und, ja, ne? Ja. Oder wenn es um Schwulsein geht oder was auch immer, man nimmt sich das Schimpfwort und macht es sich zu eigen, um dem eine andere Bedeutung zu geben. Ja, klar. Ne? Also, ich weiß nicht. Als ich mir die URL gesichert habe, nerdpoll.eu. Nerdpoll.eu. Es gibt auf der Seite. Es gibt auf der Seite überhaupt nichts zu sehen. Es ist einfach nur Platzhalter da. Ich habe die schon wirklich seit Jahren, aber habe da echt nichts gemacht. Da war es eben auch noch nicht so angesagt. Aber da habe ich mir auch gedacht, was soll das? Also bekenn dich einfach dazu. Lass dich beschimpfen von den Leuten als Nerd. Aber nochmals, das hat hier seit jeher eine andere Bedeutung gehabt. Also wer in den USA zum Beispiel Star Trek-Fan gewesen ist, war abgestempelt als pickliger, pizzafressender, fettärschiger Volltrottel. Permanent, also immerzu. Ja. Das ist ja hier nicht so gewesen. Ja. Also du konntest hier durchaus cool sein und trotzdem Star Trek anschauen. Es ist hier einfach eine andere Nummer. Ja, weil du letzten Endes ja auch irgendwie eine ganz andere Kultur hast, weil es ja quasi dieses, sowas quasi, es gibt, wenn du jetzt mal anguckst, so von deutschen Sachen, gibt es halt relativ wenig Nerdtum. Es ist alles halt nur auf
angloamerikanische Sachen größtenteils fixiert. Und halt auch auf ich empfinde das mit dem, wie heißt das, Cedric hat es eigentlich ganz, ganz schön beschrieben. Also Leute, die auf ihrem Gebiet nicht nur Gutes, da würde ich jetzt seine Aussage noch ein bisschen erweitern, nicht nur Gutes, sondern mehr als eben das allgemein gute Wissen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Spezialwissen haben. Das kann sich, keine Ahnung, Briefmarken sammeln von mir aus handeln. Scheißegal. Also es gibt, sagen wir, total abgesagt lesen, ja? Literatur-Nerds gibt es bestimmt. Natürlich. Genau. Deshalb, ich würd da jetzt gar nicht so drauf rumpicken auf diesen Begriff, sondern einfach, wer sich den Schuh anziehen möchte, der soll es tun, ja, fertig. Ja, klar, aber... Ich mach mal ganz kurz Päuschen. Wenn man gefühlt nur hört, also viele Leute beanspruchen sich für den und haben dann nicht dieses Extrawissen, weil sie nicht diesen extra Aufwand betreiben, sich darüber mehr zu informieren, sich dann aber trotzdem als dieses bezeichnen. Und das ist so das, wo ich dann sage, so, ja, nee, und weil wenn man dann merkt, dass es jetzt quasi spezieller wird, dass die dann eigentlich nicht so viel Ahnung haben. Hm. Das merke ich ja zum Beispiel, wenn jetzt Autonormalleute in meinem Umfeld über den ESC reden. Die reden halt ganz anders, weil sie zum größten Teil die Zusammenhänge beim ESC nicht verstehen. Die geopolitisch, also es ist geopolitische Zusammenhänge, die musikkulturellen Zusammenhänge. Das und auch letzten Endes denn auch nicht begreifen, welcher Sender zum Beispiel eine gute Leistung bringt und welcher Sender halt eine schlechte Leistung vollbringt. Denn da wird halt dann öfters dann halt mal drum geschoben, so nach dem Motto, die Leute mögen uns ja nicht, deswegen stimmen sie nicht für uns ab. Nein, wir waren einfach zu schlecht, deswegen haben sie nicht für uns angerufen. Das hat jetzt nichts mit nicht mit Länderanimosität zu tun, das hat einfach damit zu tun, so, wir waren einfach nicht gut genug und haben die Leute nicht dafür angerufen. Also einfache Sachen kann man das dann schon runterbrechen und dass dann Leute sich nicht die Mühe machen, was letzten Endes, natürlich, wie die meisten Leuten ist es halt ein Abend im Jahr, wo sie sich betrinken, Party machen und sich 3,5 Stunden schlechte Musik anhören und angucken. Aber das ist also das, was ich meine. Also dieses wirklich erweiterte Hintergrundwissen, wie alles en detail funktioniert. Ist halt so das, was den meisten Leuten in ihrem vorgegebenen Nerdtum halt fehlt. Und wie halt Cedric richtig schon sagte, ist halt spezielles Wissen. Und wenn halt nicht so spezielles Wissen dran ist, sondern nur so Standardwissen, weil man halt nur sich die Serie anguckt, dann, oder zum Beispiel bei Game of Thrones sich da halt nicht die Bücher noch zusätzlich durchliest zum Beispiel, dann ist das dann doch so, wo ich dann sag so, ja, nee. Das ist dann doch schon unangenehm. Mhm. Ja. So, da ist noch jemand dazugekommen, der René Poland. Das ist der René von... Der uns unser wunderschönes Backend zusammengeklöppelt hat. Grüße. Grüße an dieser Stelle. Und Grüße an René. Genau. Ich mache mal den Chat an, weil ich noch im alten. Wir sind zwischen schon mal 6 Zuschauern. Unfassbar, dass sich Leute das so anhören hier. Ja. Es ist ein bisschen zocken und ein bisschen plaudern. Ein bisschen zocken, ein bisschen plaudern und. Ja. Ein bisschen Chips essen. Muss da nicht viel davon machen und. Genau. Ist so einfach. Ich glaube, so viel hatten wir beim letzten Mal nicht dabei. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen, aber es finde ich gut, wenn Leute hier zumindest zugucken. Kann ich noch was über Non-Froglex sagen, was wir geplant haben? Also, na, nicht was so hundertprozentig spruchreif ist. Nee, das kann ich noch nicht sagen, weil da weiß ich noch nicht. Keine interne Ausgabe. Nein, nicht interner, nein, bezüglich bestimmter, was wir vielleicht noch vorhaben in näherer Zukunft bezüglich bestimmter vielleicht Fernsehsendungen und ja. So. Das ist noch nicht so hundertprozentig spruchreif, weil wir noch nicht so die Zeit, wir noch nicht so wissen, wie wer Zeit hat und so weiter.
Von daher kann ich es noch nicht sagen, ob wir das dann machen oder nicht. Und deswegen will ich jetzt auch nichts ausprobieren. Läuft gerade schön. Jackass läuft gerade noch. Was willst du nicht ausplaudern, Holger? Sag's mir. Dass wir vielleicht zu gewissen Trash-Sendungen nochmal streamen dieses Jahr. Okay, plauder's mal für ach, mich hier aus. Was? Ach so, nicht? Hier, hier, großer Bruder, total Entdecker. Ja, genau. Ach so, genau. Okay. Alles klar. Genau. Dass ich echt gerade so lange überlege, Moment mal, ach ja, ja komm, genau, da. Nein, und dazu da wissen wir noch nicht, ob wir das machen, das ist noch ein bisschen in der Spiel. Love Island, gibt's das auch? Gibt's das auch bei uns? Ja, aber, ja, das gibt's auch bei uns. Und in England ist es inzwischen so, dass Leute, die früher sagen, oh, ich gucke Big Brother nicht, weil es trashig ist, die gucken jetzt Love Island zum Beispiel. Und dann denke ich mir auch, weil da ist es natürlich viel untrashiger. Ja, das richtig, da ist es nochmal eine Runde trashiger. Das gibt's in Deutschland dann auch im Spätsommer auf dem Sender mit den zwei Strichen bei RTL 2. Wo sie gerade wieder dabei ist. Wie war die Niki zu uns gestoßen? Mit hier... Ibis, natürlich, ja. Ja, das Sommerhaus des Stars kommt auch wieder. Ja, das kommt ja nur einmal die Woche. Das ist... Ich muss den Tisch wechseln, Holger. Ich komme nicht zurück auf den Tisch. Du musst jetzt mir folgen oder lässt du bleiben. Ja, weil das Spiel beendet ist, weil du getimeoutet wurdest, weil du kurz weg warst. René ist inzwischen da, Eike, falls du es gesehen hast. René ist wo? Im Chat. Im Chat. So. Ja, dann Glückwunsch. René, gibt den nächsten Bug-Report. Einen kleinen. Aber es gibt einen. Ich find's ja recht schön, dass MTV in der Lage ist, alte Sendungen zu zeigen. Wie zum Beispiel Jackass. Aber dass die es mit der deutschen Übersetzung irgendwie nicht hinkriegen. Ich bemerke gerade echt, dass bei diversen Worten, wo ein Ü, Ä oder Ö drin ist, dass das bei für zum Beispiel einfach nur Fr heißt. Also F und R, das Ü fehlt. Also da hat also man bei sich bei... Subtitles. Genau. Dass man sich da nicht mal die Mühe gegeben hat, einfach UE, AE oder OE zu schreiben. Das ist doch die alten Subtitles von Anotok. Ich hab dir eine Kombo abgelegt. Hast du eine Kombo abgelegt? Ja, ich bin noch beim ersten Stoß. Der zweite kommt ja noch. Ach, Schlagstoß, was soll's. Gewalt. Gewalt. Ja, zum Thema Tippser. Mein Opa würde sagen, das Leben ist voller Ungemach. Hauptsache, du verstehst noch, was die da für dich übersetzen wollen oder versuchen. Ja, das kann man sich dann halt so denken. Aber also, da muss ich ja jetzt an Fußball denken. Also jetzt an die WM gerade und Interviews mit englischen Spielern, wo du quasi letztendlich ja verstehst, was sie sagen, und dann hörst du den Übersetzer und der verschweigt dann komplette Sätze. Wo du ja gedacht hast, so, ja, das Interessante hat er jetzt aber in dem Satz gesagt, den du nicht übersetzt hast. Zum Beispiel. Das waren so, wo ich mir gedacht habe, so, ja, kann man sich auch einen Übersetzer gleich schenken. Da ich es nicht geguckt habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren. Nein. Das war nur so, was mir aufgefallen ist. Aber es gibt natürlich auch diesen berühmten LaToya Jackson MDR-Übersetzer, der ja auch mal... Hast du mal Lost in Translation geguckt? Mit Bill Murray? Nee, noch nicht. Nee, gar nicht. Ich habe nur... Ich weiß auch nicht, ob ich dir den wirklich empfehlen kann, aber da es erinnert mich... genauso wie du mir Donnie Darko nicht empfehlen wolltest. Ja, aber den hättest du auch nicht wirklich gucken wollen, wenn ich nicht gesagt hätte, wir besprechen den... Ja, hast ja auch recht, ja, klar. Es erinnerte mich jetzt einfach nur an eine Szene. Bill Murray wird eben in seinem Charakter dazu aufgefordert, nach Japan zu reisen, um dort einen Whisky zu bewerben, in einer Fernsehwerbung. Und dann sitzt er dann halt auf dem Set und soll irgendwie den Whisky in die Kamera halten und irgendwas Besonderes sagen und hat den japanischen Regisseur getimeoutet. Jetzt bin ich nicht mal... Jetzt sage ich, ich bin jetzt getimeoutet worden, obwohl ich rechtzeitig den Schlag gemacht habe. Was war das denn? Stoß, erstens. Zweitens hast du nicht... Bill Murray sitzt am Set und hat zum einen seinen japanischen Regisseur, der kein Wort Englisch spricht, und zum anderen seinen Übersetzer.
So, und dann macht eben er seinen ersten Take so mit, oh, hier Whisky, tralala, pupla, 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 pup. Dann heißt es Cut und der japanische Regisseur fängt dann an. Und Bill Murray guckt seinen Übersetzer an und der sagt, der Regisseur fand gut, was sie gemacht haben. Also, so offensichtlich gelogen. Aber können wir vielleicht noch eine Einstellung machen? Also diese ja. Ganz besonders bei asiatischen Geschichten, da gibt es diesen Witz immer mal wieder, dass eine ewig lange Tirade kommt und der Übersetzer sagt dann einfach nur ja oder nein. Mhm. So. Der war gut, den lasse ich dich einfach mal weiterspielen. Komm hier. Ja, wenn er jetzt... Das sehe ich dann in 2 Minuten, Eike. Mhm. ja, das ist ja eigentlich so Standard-Feature bei so Übersetzungsdings. Einfach nur den Gag zu machen. Den Gag. Sagen so, nein. Okay. Das passt. So, jetzt, genau, das hatte ich eben schon den Waldi gefragt im Chat. Hat er nicht drauf geantwortet. Erzähl doch mal was zu Solo. Bitte jetzt deine Filmkritik absondern. Solo. Ich fand den richtig toll. Also ich weiß nicht, was die anderen irgendwie immer hatten. Also in meinem Freundeskreis hieß es irgendwie, ja, das ist doch, der war scheiße und der war nicht so toll. Also als ich reingegangen bin, da hatte ich, ich habe nicht viel erwartet. Und ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, geil, Alter, war der gut. Geradewegs halt auch so diese ganzen Phasen, wo er zum Beispiel Chewbacca kennengelernt hat und wo das erste Mal mit, warum fällt mir gerade der Name nicht ein, mit Lando Calrissian aufeinander getroffen ist und so weiter. Und wo es dann halt auch noch am Ende so richtig spannend war. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil ich bin mir sicher, der ein oder andere, der jetzt zuguckt, hat ihn bestimmt nicht gesehen, weil er sich gedacht hat, naja gut, dann gehe ich doch nicht rein. Aber ich muss halt sagen, ich fand den halt sehr gut. Ich fand den halt, generell fand ich den halt super. Es ist jetzt schon irgendwie 4 Wochen her oder so, dass ich den geguckt habe. Aber ich kann mich halt nicht beklagen. Also ich würde, wenn ich von 10 Punkten würde ich sagen, 7. Ja, was man eben hört, dass er eben so seine erhellenden Momente hatte, so von wegen hier die Kesselroute in so und so viel Parsec und dass diese ganzen Geschichten, die irgendwann mal nur am Rande erwähnt worden sind, bei den anderen oder bei den alten Star Trek, Star Wars, Abmahnung, bei den alten Star Wars Filmen, also dass es da eben durchaus Sinn ergeben hat, aber dass es für den Film, für den Solo-Film eigentlich gar nicht so wichtig war oder nicht wirklich cool oder besser geworden ist dadurch. Ansonsten, ich habe echt keine durchgehend, so wie jetzt von dir, eine durchgehend positive Meinung gehört. So von wegen, der hat nur begeistert, sondern echt immer ganz viel Kritik von wegen falscher Grundansatz, pippla pappla pupp. Ich selbst habe ihn, wie gesagt, noch nicht gesehen, deshalb kann ich auch gar nichts dazu sagen. Aber ich habe mich ja halt auch die ganze Zeit gefragt, weil es gab halt zum Beispiel halt auch zum Ende hin eine große Überraschung, geradewegs für mich. Und ich war mit einem Kollegen und seiner Freundin halt auch drin. Und wir haben auch uns schon die ganze Zeit gefragt, wann spielt Solo? Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass es irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre vor Episode 4 spielt. Yeah. So ungefähr hieß es. Aber dann denke ich mir halt auch irgendwie, weil da gab es halt auch noch im Moment so eine Szene, wo man dann halt sagen könnte, okay, da hat es auch noch irgendwie was mit Episode 1 zu tun. Weil mehr sage ich auch nicht, aber es hat halt so die, das wäre schon zu viel, deswegen sage ich dazu nicht. Aber geradewegs hat mich auch, und das hat mich den ganzen Film über irritiert, die Stimme von Han Solo. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen des Schauspielers. Wolfgang Pampel. Irgendwie sowas. Der heißt Wolfgang Pampel, ist die deutsche Stimme von Harrison Ford. Ja, und
das hat sich so angehört, als wäre es die deutsche, also als wäre es Wolfgang Pampel gewesen. Es war ab, das war er aber nicht. Ich habe irgendwann vor, ich glaube vor 2, 3 Wochen auf Twitter oder generell auch auf einer Medienseite ein Interview gelesen mit dem Synchronsprecher, der halt den jungen Solo halt synchronisiert hat. Und als ich im Kino war, da habe ich auch andauernd immer gedacht, das ist doch die deutsche Synchronstimme von Harrison Ford. Ich werde bescheuert. Und dann habe ich mich nach dem Film, so ein paar Tage später nach dem Film, mich nochmal informiert, habe dann geguckt, deutsche Synchro, da stand halt nicht Wolfgang Pampel, sondern jemand ganz anderes. Wo ich halt auch so gedacht habe, okay, entweder hat man das sehr gut kaschiert oder meine Ohren waren halt so drauf eingestellt, dass ich wirklich den richtigen Han Solo höre, nicht sonst aus den anderen Episoden. Also ich halt finde, kenne. Ich finde, wenn es das ist, was du kritisierst, finde ich die Kritik deshalb ungerechtfertigt, weil ich das glaube nicht. Nee, das ist keine Kritik, das hat mich nur sehr verwundert, weil ich dauerhaft wirklich fast alle irgendwie immer wieder, ich weiß nicht, in welchen Abständen, immer wieder gedacht habe, nein, das kann ja nicht sein, oder das kann ja nicht die originale Stimme, also die deutsche Synchronstimme von Harrison Ford sein. Das wäre auch verfehlt, immer. Also ich glaube, es wäre auch verfehlt, diese Stimme, also Wolfgang Pampel zu nehmen, weil der ist zu alt für den jungen Kerl. Ja, das hätte man auch dann richtig gehört. Also ich bin, man kann halt auch wirklich froh sein. Ich glaube, wenn man den Pampel genommen hätte, hätte jeder, glaube ich, gesagt, nee, ist ein Flop, Ende, nee, muss man sich gar nicht angucken. Also ich finde es halt auch richtig gut, dass man halt da auch dann gesagt hat, dass man versucht hat, wenigstens so eine, wie soll ich das sagen, dass man so das heraushören kann, dass das eventuell dann in 10, 20 Jahren, je nachdem, wie weit das jetzt von den jeweiligen, von den Hauptepisoden entfernt ist, dass das halt dann die Han Solo-Stimme ist. Und ich finde das halt, dass die das halt auch richtig gut gemacht Mittlerweile haben. Laggt das Spiel beim Holger derartig krass, dass er gar nicht mehr zum Stoß kommt. Also du hast wieder ein Timeout gehabt, bist wieder rausgeflogen. Ja, ich habe schon wirklich gefunden, wo das herkam. Ja. Egal. Das nützt ja jetzt irgendwie gefühlt auch nichts mehr. Da können wir jetzt nichts dran machen und wir werden jetzt auch bestimmt nicht zusammen Solitär spielen oder irgend so ein Quatsch. Nein. deshalb würde ich sagen, nach wie vielen Stunden haben wir jetzt eigentlich? Drei Stunden. Wir sind ja schon wieder 3 Stunden dran, würde ich sagen, beenden wir nach 3 Stunden ganz einfach mal den Stream. Vielen Dank für die Niki zum von fast Anfang an zuhören, mitspielen, was auch immer. Nein, zuhören vor allem und mitschreiben. Vielen Dank für den Waldi, fürs Reinschalten. Danke an René und an den Cedric. Und wenn ich jemanden vergessen habe, dann Verzeihung dafür. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war unser zweiter vollkommen themenfreier und sinnloser Stream. Mal gucken, wann der nächste und ob vielleicht nochmal einer kommt. Für mich war es jetzt eigentlich erst und vorrangig erstmal ein OBS-Test, weil, wie gesagt, für mich das erste Mal mit auch zwischendurch Computerkatastrophe von wegen CPU, GPU brennt oder kocht oder wie auch immer. Egal. Wir wiederholen das an anderer Stelle mit vielleicht mal wieder einem Thema, das wir mal echt mal wieder töfte. Und trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bis dann, ne? Ciao, ciao. So, jetzt muss mir nur noch einer sagen, auf welchen Knopf ich drücken muss. Ah, hier. Stream beenden ist, glaube ich, ein guter Tipp. Den nehmen